In der Schweiz, dem teuersten Land Europas, können Küchen schon mal so aussehen. Es gibt nur eine Herdplatte, aber die kostet so viel wie eine Eigentumswohnung. Im Iran dagegen sind Küchen etwas bodenständiger ausgestattet. Wir haben Menschen in Küchen getroffen, die unterschiedlicher nicht sein können. Wir sind zu Gast in einer sehr exklusiven Küche. Auch wenn der Herd eher rustikal aussieht, er kostet über 300.000 Euro. Wir sind im teuersten Land Europas, der Schweiz, zu Besuch bei Familie Studer. Das sind Papa Karl, Mama Claudia und der 9-jährige Johannes. Heute haben sie etwas ganz Besonderes vor. Wir haben Gäste eingeladen heute Abend. Die kommen zum Abendessen, sind drei gute Freunde von uns. Und ab und zu sind wir bei ihnen eingeladen. Und heute ist einfach, sind wir an der Reihe. Genau 5000 Kilometer südöstlich sehen wir drei verschleierte Frauen in einer einfachen Küche. Leuchtend bunte Zutaten, eine geheimnisvolle rote Soße und angebrannter Reis. Hallo, ich bin Lia und wohne im Iran. Heute koche ich mit meiner Freundin für unsere Familie ein typisch persisches Gericht. Wir sind in Teheran, der Hauptstadt des Iran, mit über 12 Millionen Einwohnern. Der Iran ist eine islamische Republik und hat strenge, traditionelle islamische Vorschriften im Alltag. Für Frauen ist außerhalb ihrer Wohnung ein Kopftuch Pflicht, sowie ein Mantel, der ihren Po bedeckt. Das gilt natürlich auch für Lia und ihre Freundin Meda beim Einkaufen für das Abendessen heute. Los geht es auf dem Basar. Davon gibt es unzählige. Die Basare haben offene Stände, aber auch kleine Geschäfte wie diesen Gewürzladen. Lia kauft ein Kilo Berberitzen und ein paar Gramm Safran. Der Iran ist der größte Safranexporteur der Welt. Günstig sind die kleinen Blütenteile trotzdem nicht. Safran ist auch bei uns ziemlich teuer. Wir verwenden ihn nur bei besonderen Anlässen. Es gibt auch günstigen, aber ich kaufe immer nur den guten Safran. Das Problem beim billigen ist, dass er nur färbt, aber keinen guten Geschmack hat. Dann geht es zu den Gemüseständen. Fast alles, was hier angeboten wird, wächst auch im Iran selbst. Was uns auffällt, Lia und ihre Freundin kaufen gerade mal ein paar Tomaten und etwas Salat. Das war's. Aber wo kaufen sie den Rest ein, wenn nicht auf dem Basar? Es wird ein Ort sein, den man so im Iran nicht vermuten würde. Aber dazu gleich. Zunächst zurück in die Schweiz, nach Luzern zu Familie Studer. Die geht jetzt auch zum Einkaufen, auf den kleinen Wochenmarkt. Heute Abend gibt es Gerstensuppe, Fischfilet und gebrannte Creme. Das Gemüse dazu soll bio sein. Wir kaufen alles vom Markt, weil es halt einfach besser schmeckt. Und man weiß, wo es herkommt. Also die Familie Moos baut das hauptsächlich an, auch selbst. Und dann weiß man auch, kriegt das Gemüse sozusagen ein Gesicht. Das hat aber auch seinen Preis. Insgesamt lassen die Studers stolze 130 Euro auf dem Markt. Nächster Halt, frischer Fisch. Die Familie kauft nicht nur bio, sondern auch möglichst regional, also aus der Gegend. Das bedeutet aber, dass nicht immer jeder Fisch verfügbar ist und sie die Sorte nehmen müssen, die der Fischer gefangen hat. Heute ist das die Seeforelle. 1,8 Kilogramm für stolze 100 Euro. Think global and buy local. Das ist ja mehr so der Ausdruck, der so gebraucht wird. Das ist schon in der Schweiz schon sehr, sehr stark verankert. Und im Iran? Lia und Meda gehen jetzt in einen Supermarkt. Und trotz Sanktionen gibt es hier alles und von überall. In der Drogerieabteilung findet man sich auch als Deutscher ohne Probleme zurecht. Die ausländischen Produkte gibt es schon lange. Das ist meine Lieblingscreme. Toll, aber teuer. Natürlich gibt es hier auch einheimische Produkte wie Fleisch. Das ist aber sehr teuer. Iraner mit normalem Einkommen können es sich nicht oft leisten. Der Reis ist im Iran so etwas wie Brot bei uns und wird viel gegessen. Daher gibt es ihn gleich in 5 bis 10 Kilo Säcken. Weißt du,
Für die Iraner ist der Reis ganz wichtig. Der eine Reis passt besser zum einen, der andere zum anderen Gericht. Es gibt aber auch Iraner, die kaufen einen bestimmten Reis, weil sie die Reiskörner schöner finden als die von einem anderen. Im Getränkeregal gibt es auch alkoholfreies Bier. Alkohol ist im Islam streng verboten. Statt Bier gibt es deshalb Duh. Das ist saurer Trinkjoghurt. Er steht auf jedem persischen Esstisch. Noch eine Flasche Öl und einen großen Becher Joghurt. Das sind alle Zutaten für das Abendessen. 20 Euro kostet der gesamte Einkauf. Danach telefoniert Lia mit ihrer Mutter. Sie will, dass sie ihr beim Kochen hilft. Okay, Mama, ich kann jetzt nicht mehr telefonieren. Bis gleich. In der Schweiz hat Familie Studer ihre Einkäufe ebenfalls fast erledigt. Sie probieren gerade verschiedene Käsesorten. Ein Hartkäse soll es sein, den wird es später mit einem Rotwein zum Nachtisch geben. Mit Weinen kennen sie sich aus. Schließlich sind sie professionelle Weinhändler. Im Keller haben sie ihre private Weinsammlung. Und die ist beachtlich. Da ist für jedes Essen der Richtige dabei. Und das hier jetzt, das ist unser privater Keller. Hier findet sich alles. Weine zwischen 5 und 500 Euro pro Flasche. Man könnte auch sagen, es ist eine ganz eigene Art der Altersvorsorge. Im Iran haben Lia und Meda Hunger. Zeit für das heimliche iranische Nationalgericht, Chilo Kebab. Das gibt es nur in Restaurants. Denn echter Kebab muss über offenem Feuer gegrillt werden. Und nur wenige in Teheran haben einen Garten oder Balkon. Lia und Meda kleben wieder an ihren Handys. In der Islamischen Republik gibt es da allerdings ein paar Einschränkungen. Facebook, Twitter, WhatsApp und YouTube sind komplett gesperrt. Manche Iraner umgehen mit einer Software die Sperre, aber die meisten weichen auf die offiziell erlaubten Apps aus. YouTube und Facebook habe ich nicht, aber ich nutze Snapchat, das funktioniert. Die meisten von uns sind auf Telegram oder Instagram. Das finde ich sowieso besser als Facebook. Lia und Meda lassen es sich schmecken. Aber dann erleben wir plötzlich eine merkwürdige Situation. Nach dem Essen beim Bezahlen will der Restaurantbesitzer das Geld nicht annehmen. Ich möchte zahlen. Bitte behalten Sie Ihr Geld. Ich möchte zahlen. Behalten Sie Ihr Geld. Ich möchte zahlen. Behalten Sie Ihr Geld. Schließlich bezahlt Lia doch. Was war denn das? Das nennen wir Toruf. Es ist ein altes persisches Höflichkeitsritual. Der Verkäufer sagt dreimal, ich will kein Geld, aber man bietet es ihm immer wieder an. Es ist allerdings beiden klar, dass am Ende natürlich bezahlt wird. Jetzt aber schnell nach Hause. Doch zunächst ins schweizerische Luzern. Sohn Johannes darf den Gasherd anwerfen. Wobei, Gasherd ist etwas untertrieben. Um genau zu sein, hat dieser Herd ganze 40 Kilowatt. Das ist 10-mal so viel wie ein durchschnittlicher Haushaltsherd. Eine italienische Luxusmarke verkauft Herde wie diese für bis zu 300.000 Euro. Die Studers haben sich das Goldstück vor einem Jahr geleistet. Das ist immer noch eine Gewöhnungssache, weil auch hier. Es gibt zum Beispiel hier das Eck ist sehr heiß auch. Und hier, also man muss immer ein bisschen mit dabei sein. Das ist wirklich der Mann und das Feuer sozusagen. Und nicht hier dieses Induktionsgekoche, sondern hier ist richtig viel Power drunter. Aber auch in der Schweizer Luxusküche macht sich das Essen nicht von allein. Heute gibt es eine Kürbissoße zur Seeforelle. Die Stückchen köcheln mit Ingwer, Knoblauch und Zwiebeln in Tomaten-Orangensaft auf der Herdplatte. Schnell wird klar, Kochen ist in dieser Küche auf keinen Fall reine Frauensache. Was für den einen der Porsche, ist für Vater Karl eben seine Küche. Also am Wochenende steht der meistens schon den ganzen Tag in der Küche und kocht.
Im Iran sind Lia und Meda inzwischen auch zu Hause. Hier ist es eigentlich erlaubt, Schleier und Mantel abzulegen. Eigentlich. Denn weil mit Redakteur und Kameramann heute zwei fremde Männer die Wohnung betreten, dürfen sie sich zwar umziehen, müssen aber weiterhin verhüllt bleiben. Im Iran ist Kochen immer noch traditionell Frauensache. Wobei, müsste man nicht besser sagen, Muttersache? Denn Lia und Meda schnippeln eher lustlos am Gemüse rum. Schatz, die Zucchini-Stücke müssen noch ein bisschen kleiner sein. Aber sie macht sie auch so groß. Das meiste machen immer noch die Mütter. Die junge Generation kann zwar kochen, aber macht es nicht so oft. Die jungen Leute von heute haben es nicht so sehr mit der Küchenarbeit. Es läuft immer der Fernseher. Typisch für iranische Familien, ob sie sich nun unterhalten oder kochen. Die Zutaten für das Abendessen sind fertig. Es gibt Berberitzenreis mit Hühnchen. Das Gericht heißt Seresh Pollo. Und es ist eines der beliebtesten Gerichte im Iran. In der Küche steht allerdings bereits nach 20 Minuten nur noch eine, die Mutter. Der Rest sieht fern. Das staatliche iranische Fernsehen zeigt übrigens nicht nur Propaganda, sondern auch die aktuellen Hollywood-Blockbuster, trotz unverschleierter Frauen. Das ist für uns nicht sehr aufregend, die Schauspieler ohne Schleier zu sehen. Wir laufen ja zu Hause, wenn ihr nicht da seid, auch die ganze Zeit ohne Schleier rum. In der Küche macht sich Lias Mutter an eine weitere persische Spezialität, den Reis. Dazu kommt eine rote Soße in ganz viel heißes Öl. Dann Fladenbrote drauf und dann der Reis. Reis veredeln nennen die Iraner das. Gleich ist das Essen fertig. Im Wohnzimmer läuft derweil bereits die Abendplanung. Das schaffen wir nicht. Sag ihr, wir kommen gleich ins Café. Ausgehen in der streng islamischen Republik, wie das wohl aussieht? Bei den Studas in Luzern will heute niemand mehr ausgehen. Der Besuch trudelt gerade ein, bevor das Essen ganz fertig ist. Denn die Gäste kochen mit. Manfred, alles klar? Nee. Selbst fisslige Küchenarbeiten wie Grätenziehen übernimmt hier ohne Murren der Gast. Das ist aber genau so gewollt. Denn das Kochen gehört hier als geselliger Part zur Abendgestaltung dazu. Und was passiert mit diesen geheimnisvollen, schablonenartigen Plättchen? Ein einfacher Handgriff und schon wird daraus ein Trichter, der das Einschenken erleichtert. Das Kochen ist auch beim Essen noch das Hauptthema. Du hast gesehen, Manfred, die hat sich richtig gewölbt. Ja, genau. Und das ist ein Zeichen dafür, dass der Fisch ultra, ultra, ultra frisch ist. Im Iran ist jetzt auch das Essen fertig, Hühnchen. Und nach über einer Stunde auch der Reis. Der wird mit den Berberitzen verziert. Der Reis, der noch im Topf ist, ist leider inzwischen angebrannt. Leider von wegen. Diesen Teil des Reises nennen die Iraner Tadik. Er gilt als das Leckerste am ganzen Gericht. Das Tadik ist super geworden, Mama. Früher fanden solche Abendessen mit Familie und Freunden statt. Ausgehen war ja verboten. Aber heute essen die Jugendlichen schnell und wollen dann ihre Freunde treffen. Auffallend, sie haben keine Messer. Iraner essen nur mit Gabel und Löffel und schneiden damit sogar das Fleisch. Im schweizerischen Luzern gibt es den ersten Nachtisch. Der Käse kommt erst noch. Sie werden wohl noch ein paar Stunden zusammensitzen. In Teheran sind sie da schon längst unterwegs. Seit etwa 5 Jahren dürfen sich Jugendliche auch abends und in Cafés treffen. Ich liebe es. Und weil der Nachholbedarf so groß ist, ist heutzutage das Abendsausgehen quasi der Nachtisch eines typisch iranischen Abendessens.